So, wir sind immer noch in der Bibliothek und ich weiß, dass hier Vertrauensschüler unterwegs sind und deshalb, ich kann natürlich schleichen, was mir nicht viel bringt, weil ich ja gar nicht weiß, wo die sind, da. Was zum Teufel war das? Geht's denn da jetzt weit? Wo ist denn jetzt dieser Durchgang, den ich da gerade freigelegt habe? Moment, da ist eine Leiter. Nimm die Leiter, nimm die Leiter. Ein Gargoyle, okay. Lumos! Aha, ein Platt. Ah ja, okay, da kann ich also hoch. Dazu müsste ich mich erstmal orientieren, wo ich überhaupt bin. Ich kann natürlich mal wieder die Kamera nicht so drehen, wie ich es gerne hätte. Da hinten sind die Plattformen, okay. Da ist doch jemand. Nein, da ist niemand. Ich halte schon mal meinen Finger auf dem Stinkbombenknopf parat. So. Da oben ist die Truhe. Und da ist das Buch. Ich weiß nicht, ob es das Buch ist, aber es ist auf jeden Fall ein Buch. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Ah. Das ist der Durchgang, durch den wir gekommen sind, der Anbau. Und da müssen wir wieder zurück. Okay. Aber was wir da für ein Buch eingesammelt haben, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Jetzt heilen wir uns erstmal kurz. Kürbispastete. Ich weiß gar nicht, ob ich den Schalter jetzt schon benutzt hatte. Ja, anscheinend schon. Na komm, lass dich fallen. Da komme ich nicht raus. Ja, ist ja gut. Wie komme ich jetzt nochmal zu dem Anbau? Hier war es nicht. Dann war es gegenüber. Nee, gegenüber war es auch nicht. Verdammt. Durch den Leseraum zum Anbau hat es geheißen, oder? Ich habe mich jetzt natürlich grandios verlaufen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Oh. Ich hoffe, dass das jetzt richtig war, weil. Ah ja, da ist das Gemälde. Und ich trage wieder meinen Tarnumhang. Also war das jetzt doch richtig. Jetzt kann ich auch die Kürbispastete nehmen, okay. Moment, 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 Moment. Hier habe ich doch gerade irgendwo hineinkriechen, okay? Ja, will ich doch. Ach, da, links war das. Das war jetzt so im Dunkeln, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Ich dachte, die haben gemeint, dass ich durch den Spalt kriechen soll oder so. Okay, dann war das jetzt hier offenbar richtig, was ich gemacht habe. Genau, hier ist der Leseraum. Beziehungsweise, nee, nicht der Leseraum, hier ist die verbotene Abteilung. Ich muss zurück in den Anbau. So, da lang muss ich nämlich. Nee, da bin ich ja gerade rausgekommen. Hä? Nee, nee, nee. Nein, ich bin da bei der Katze rausgekommen und hier muss ich jetzt rein. Mein Gott, also diese ganzen Geheimgänge, die machen mich wahnsinnig. Und dass ich mich selber nicht sehe, macht mich auch wahnsinnig. Aber ich glaube, wir haben es jetzt gleich geschafft. Ich wollte eigentlich noch kurz ins Menü gucken, was ich da jetzt eigentlich für ein Buch eingesammelt habe. Das mache ich jetzt gleich nochmal. Jüngere Entwicklungen der Zauberei war also das Richtige. Und da ist auch der Tarnumhang, habe ich Was gerade geht hier gesehen. vor? Wenn ich jetzt auch Was noch war das für wüsste, ein wie ich hier Geräusch? wieder rauskomme. Ich höre wohl Stimmen. Da ist Filch, Wer immer du bist, ich Okay. finde dich. Und Filch Was ist denn los? kann ich nicht mit Stinkbomben Jetzt hab ich ablenken. dich! Komme ich noch rechtzeitig durch? Ja. Oh, Gott sei Dank. Das war jetzt echt knapp. Okay, also Stinkbomben helfen nicht gegen den Hausmeister. Das ist ja mal gut zu wissen.
Hier unten ist jemand. Nein, hier ist niemand. Hey, du! Locomoto Mortis! Nein, oh, verdammt! Ich wollte gerade auf die Seite gehen. Okay. Aber es ist nur noch ein Raum. Ich hoffe, dass ich da wieder spawn. Ja, so halbwegs. Also ich nur so halbwegs. Was geht hier vor? Ja. Okay. Jetzt müsste ich ja eigentlich an ihm vorbeikommen, genau. Okay, das wäre geschafft. Ich verstehe nicht, warum Harry da seinen Umhang wieder runternimmt, solange er noch nicht im Gemeinschaftsraum ist, aber okay. Hä? Strom ist um Mitternacht im Schloss herum, kleiner Erstklässler. Sonst so gar nicht brav. Man wird dich erwischen. Was hast du da, Potter? Peeves, bitte. Zeig her. Gib es zurück. Es gehört dir nicht. Super. Okay, Peeves hat unser Buch geklaut. Was hat er jetzt damit gemacht? Hat er es gefressen oder was? Er hat es doch gar nicht mehr. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen Peeves antreten. Ich bin begeistert. Okay. Also er ist nicht die Treppe hoch, sondern in den fünften Stock. Und wir müssen jetzt natürlich hinterher. Und das alles nur, weil Hermine uns dazu angestiftet hat. Ja? Okay, Peeves ist nicht zu sehen. Aber es gibt jetzt nicht so viele Räume, wo er sein kann. Da sind wir hergekommen. Schauen wir da mal rein. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Hier hast du es. Ich wollte es eh nicht. Hä? Mom? Dad? Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhigen entdeckt. Ich wusste nicht, dass er so heißt, Sir. Aber ich denke, du hast inzwischen erkannt, was er tut. Er, naja, er zeigt mir meine Familie. Dann lass es mich erklären. Der glücklichste Mensch auf der Erde könnte in den Spiegel schauen und sich genau so sehen, wie er ist. Er zeigt uns, was wir wollen. Was immer wir wollen. Ja und nein. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als unseren tiefsten, verzweifeltsten Herzenswunsch. Du, der du deine Familie nie kennengelernt hast, siehst sie hier alle um dich versammelt. Allerdings gibt uns der Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Es gab Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen oder sogar wahnsinnig geworden sind. Der Spiegel kommt morgen an einen neuen Platz. Suche ihn nicht mehr. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Ich sollte ihn nun mitnehmen. Sonst handelst du dir noch Ärger ein. Wie wär's, wenn du jetzt wieder ins Bett verschwindest? Ja, jetzt haben wir den Spiegel Nerhigib kennengelernt. Ja, danke, Controller, dass du auch noch wach bist. In dem Moment, als Harry in diesen Raum rein ist und man hier so dieses Blau gesehen hat, der Bodenfliesen, oder ja, der Steinplatten, da wusste ich schon, wir sind jetzt in einem Raum mit Nerhigib, weil es im Film ganz genauso dargestellt war, auch mit diesem dunkelblauen Licht. Und im Moment können wir nicht reinschauen, aber das ist total geil gemacht. Schaut euch das mal an. Das ist PlayStation 2 wohlgemerkt. Und wenn man jetzt sich hier bewegt und einen Spiegel so dreht,
Dann zeigt er tatsächlich die Ecken des Raumes. Bloß uns selber sehen wir nicht mehr, was ein bisschen komisch ist. Aber das ist ja total geil gemacht. Ja, ich denke, dass wir dann die Nacht quasi erfolgreich überstanden haben. Wir wissen jetzt natürlich, was es mit dem Spiegel auf sich hat. Und sollten uns das gut merken. Also der Spiegel zeigt uns das, was wir am meisten begehren. Und das behalten wir mal im Hinterkopf, während wir den Ausgang suchen. Große Tür, die ist es, ne? Oder? Ist es jetzt die, durch die ich gerade reingekommen bin? Ich bin so schlimm, es ist natürlich die, durch die ich gerade reingegangen bin. Ja, Schatz, ich weiß, du hast gerade wieder deinen Facepalm Gesichtsausdruck. Da, die Tür wollte ich eigentlich. Mein Gott, man kann sich ja mal ein bisschen vertun. Okay, aber ansonsten kenne ich mich wenigstens halbwegs im Schloss aus. So, ich nehme mal an, wir müssten wieder zurück in den Schlafsaal. Die Nacht ist ja eigentlich jetzt rum. Wir haben genügend erlebt, wir haben die verbotene Abteilung durchquert, wir haben den Spiegel Nerhegeb gefunden. Herrgott, du Scheiß-Controller, du regst mich echt auf jetzt. Und, ja, ich kann natürlich jetzt nochmal kurz 5 Bildkarten einstecken. Ja. Ja, ich glaube, das mache ich noch schnell. Moment. Aber da konnte ich jetzt nicht rein, ne? Muss ich nochmal gerade schauen. Nee, das war ein anderer Klassenraum. Was ist der hier? Da. 7a Arithmantik, genau. Da gehe ich jetzt schnell rein, hole mir meine 5 Bildkarten, mehr nicht. Und vielleicht noch ein paar Böhnchen. Nein, keine Böhnchen. Ach so, ja, ich habe eine Stinkbombe geworfen. Das war jetzt dumm, das war Verschwendung. Marmelade. Möglicherweise brauche ich die Stinkbomben auch noch öfter. Also wenn da jetzt noch öfter sowas vorkommt mit den Vertrauensschülern, dann... Da gehen ja doch ein paar Stinkbomben dafür drauf. Kaffee. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal die Pulte durchsuchen. Dann würde ich auch noch mal welche finden. Aber ich habe ja ein genügend Bohnen. Kartenspiel. Und dann kann ich mir auch noch mal welche kaufen. Also ich könnte jetzt zu Fred und George und auch eine Runde einkaufen. Das können wir noch schnell machen. Musidora Barquith. Glover Hipworth. Ich glaube, die hatten wir alle Flavius schon. Flavius Belby. Also bei Musidora bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die schon hatten, aber den Rest... Dymphler Firmage. Ja, ich glaube, die hatten wir wirklich alle schon. Okay. Moment mal. Das ist doch jetzt gerade Klassenraum 5a. Oder 7a, Arithmantik. Okay, alles klar, alles richtig. Dann ganz schnell durch den Leseraum zu den Weasleys. Was war? Kaputt Draconis. Und noch unsere Bohnen loswerden, dann kriegen wir vielleicht noch mal ein paar Stinkbömmchen dazu. Und jetzt, wo wir fast alles leer gekauft haben, bei denen haben sie ja vielleicht doch noch mal aufgefüllt, aber das glaube ich nicht. Also Tatsache ist, wenn man es richtig anstellt, dann kann man schon ganz am Anfang im Spiel alle Karten komplett haben. Und ich habe ja auch immer noch meinen Mega-Power-Trank. Ich hatte ja dann neu geladen und habe den dann nicht noch mal verbraucht. Also eigentlich stehen wir ganz gut da. Oh. Ich bin da jetzt einfach mal so reingestürmt. Ich möchte jetzt, glaube ich, mit einer Stinkbombe nach Percy werfen. Hat auch geklappt, aber er war schneller. Verdammt. Ja, ich sollte da jetzt nicht so lange rumtun und eure Nerven nicht noch weiter strapazieren. Hallo. Ich schaue jetzt einfach, dass ich da möglichst zügig in das, in den Verkaufsraum reinkomme. Es hat ja schon ein paar Mal auf Anhieb geklappt und es wird jetzt auch. Ich war jetzt gerade voll in Gedanken und bin dann halt einfach weitergerannt und habe gar nicht mehr auf dem Plan gehabt, dass ja Percy hier rumgeistert. Schade, dass ich jetzt nicht einfach meinen Tarnumhang benutzen kann. Schweineschnauze. So, das lief doch jetzt mal sauber.
Komplett ohne erwischt zu werden. Also ohne gesehen zu werden vor allem. So, wir gucken mal, ob da irgendwas Neues dabei ist. Nö. Ich könnte hier noch die Mistbomben kaufen. Brauche ich eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist das Letzte, was noch zum Verkauf steht, vielleicht passiert... Nee, halt, Stinkbomben kann man... Ich glaube, Stinkbomben und Mistbomben kann man unendlich kaufen. Sonst hätte ich gesagt, ich nehme die Mistbomben noch einmal und dann schauen wir mal, was passiert. Aber... Mistbomben? Wir geben jetzt erstmal unsere 123 Bohnen aus. Und dann... Beziehungsweise drei werden natürlich übrig bleiben. Und ich hoffe, dass ich nicht nur Mistbomben kriege. Also wenigstens ein paar Stinkbomben noch dazu. Das wäre doch schön. Ein Schokofrosch, den kriegt man nicht sehr häufig. War jetzt, glaube ich, das erste Mal. Kesselkuchen. Okay, unsere Energie ist jetzt schon fast auf Anschlag. Stinkbomben. Ja, also immerhin. Schokofrosch-Karten kriegen wir jetzt gar nicht mehr, ne? Kesselkuchen. Also ich sag mal, natürlich brauchen wir das alles nicht. Aber nur Bohnen brauchen wir auch nicht. So kriegen wir zumindest noch ein paar Sachen dafür. Auch wenn ich nicht weiß, was ich mit so vielen Mistbomben machen soll. Ich habe die noch nicht einmal benutzt. Mistbomben. Um jemanden einen Streich zu spielen, ja. Ich kann die ja mal gerne gegen Gegner versuchen. Vielleicht sind die gar nicht mal so schlecht. Ich denke da bloß immer nicht dran. Okay, immerhin eine Stinkbombe noch. Ein Bildkartenspiel. Oh! Das ist jetzt natürlich ziemlich geil. Jetzt habe ich meine Kartensammlung komplett. Das machen wir dann, wenn der neue Tag beginnt. Sakarissa Tuckwood, Pionierin der Schönheitstränke. Den hatte ich noch nicht mal. Entdeckte, dass Bubo Tubla Eiter gegen Pocken wirkt. 1874 bis 1966. Seit wann liest der alles vor, wenn ich die Karte... Die haben doch gerade gesagt, ein Bildkartenspiel. Und jetzt war es aber so, als hätte ich nur eine Karte gekriegt. Auf jeden Fall werden wir, wenn der neue Tag beginnt, die Karten eintauschen. Und dann müsste ich eigentlich alle Karten komplett haben. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich genug gesammelt. Stinkbomben. Okay, Energie ist voll. Stinkbomben haben wir auch ein bisschen aufgefüllt. Karten haben wir gut aufgefüllt. Noch ein Bildkartenspiel. Roland Keck. Und wieder liest er nur eine Präsident vor. Des englischen Quidditch-Teams Gobstones. Geboren 1903. Ich kenne kein Quidditch-Team, das Gobstones heißt. Ich dachte mir, ich kenne die alle, aber okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Karten und keine Bohnen mehr, was überhaupt nicht schlimm ist. Und auch wieder ein paar Stinkbomben dazu bekommen. Alles in allem ein erfolgreicher Einkauf. Jetzt noch schnell zurück. Hey. Ja, diesmal darf... Wollte ich gerade sagen, mich ruhig erwischen. Ich wollte eigentlich jetzt in die andere Richtung rennen. Aber irgendwie hatte ich gerade ein bisschen falsch gesteuert. Ach so, jetzt darf ich hier... Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, er spuckt mich jetzt an der Tür wieder aus. Nee, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal rennen. Jetzt sieht er mich bestimmt gleich wieder. Ich will jetzt da eigentlich keine Stinkbomben mehr verbrauchen. Ich will nur rausrennen. Hey. Oh, verdammt! Jetzt war ich schon wieder am Regal festgehangen. Menno! Es kann ja jetzt wohl nicht sein, dass ich jetzt Probleme habe, zurückzukommen. Vor allem ist es total bescheuert. Harry hat einen Tarnumhang, aber er benutzt ihn nicht. Und ich sehe Percy gerade nicht. Da ist er. Okay, dann renne ich jetzt. Hey! So. Na also. So gut ausgestattet sind wir, glaube ich, noch nie in den Tag gestartet. Haben wir eigentlich noch was... Moment, auf dem schwarzen Brett, was war denn das nochmal, was da gestanden war? Da möchte ich gerade nochmal kurz gucken. Schwarzes Brett. Das Teleskop. Ach ja, genau, auf dem Dach. Da habe ich noch keine Ahnung, wie ich hinkommen soll. Eigentlich müsste das in der nächsten... Also es müsste eigentlich noch eine Nacht kommen. Ich sag nur, jetzt habe ich eine Stinkbombe geworfen. Ich muss unbedingt hier den Zauber umrüsten. Ich habe immer noch 19 Stück, okay.
Machen wir so. Eigentlich müsste nur eine Nacht müsste noch kommen. Ich sag nur Stichwort Norbert. Und dann müsste noch eine Nacht kommen mit dem Finale. Und warum renne ich jetzt eigentlich den Schlafsaal hoch? Ich muss ja gar nicht im Schlafsaal sein, um die Nacht zu beenden. Ich mache das jetzt aber trotzdem. Und das war falsch. Ich bin verwirrt. So, Nacht beenden. Ja, und da die Folge jetzt sowieso so gut wie rum ist, würde ich sagen, dass wir den neuen Tag morgen beginnen. So muss es sein. Ich glaube es nicht. Hm. Wenn Filch dich erwischt hätte, ich habe mir das Buch Jüngere Entwicklungen in der Zauberei angesehen. Nicholas Flamel wird mit keinem Wort darin erwähnt. Schade, dass du nichts gefunden hast. Nimm doch von dem Schinken. Warum isst du eigentlich nichts? Wir haben jetzt Zauberkünste. Wir werden Incendio lernen. Ich habe Flamels Namen schon irgendwo gelesen. Oh ja, ein Geschenk. Bisschen spät für Post, oder? Aber ich bekomme noch nie Post. Mach auf! Ein Besen. Das ist nicht einfach nur ein Besen, Harry. Das ist ein Nimbus 2000. Aber wer... Du kannst ihn überall auf den Ländereien ausprobieren, aber jag nicht in sämtliche Türme. Ja, eigentlich wäre nämlich an diesem Morgen von ihm gekommen, Harry, du isst ja gar nichts, und dann ist er nervös, weil das erste Quidditch-Spiel ansteht, aber anscheinend wird das wirklich übersprungen. Stattdessen haben wir Zauberkunstunterricht und lernen Incendio. Ich habe ja schon darauf gewartet, dass der vielleicht noch kommt. Mich wundert es, dass Wingardium Leviosa nicht dabei ist. Und wir dürfen den Besen verwenden auf den Ländereien. Und dann kann ich ja Gott sei Dank das verlorene Teleskop suchen. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen finden. Das machen wir aber erst morgen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und ich hoffe, mein Controller ist dann ein bisschen fitter als heute. Bis dann. Tschüss.